Jonas, in Ingolstadt ein Sieg ist immer sehr zäh hier, aber ihr habt es geschafft. Wie ist das Gefühl? Ja, das war im Vornherein so, dass man schon gehört hat, dass wir uns in Ingolstadt immer schwer tun. Man muss halt sagen, wir kommen aus englischen Wochen. Das ist teilweise geht teilweise ein bisschen in die Knochen, aber das soll auf jeden Fall keine Ausrede sein. Wir haben trotzdem versucht, unser Spiel durchzuziehen von Anfang an. Wir wissen, wie Ingolstadt spielt. Das sind einfach viele lange Bälle im Spiel, viele Zweikämpfe, körperbetontes Spiel. Da muss man einfach versuchen, dagegen zu halten. Da ist es auch manchmal schwierig, sein spielerisches Spiel vor allem durchzubekommen. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, wie gesagt, wir haben zwar schon teilweise, ich sage jetzt nicht Chancen, aber eventuelle Chancen, die wo hätte was draus entstehen können, kreiert. Aber da hat am Endeffekt doch teilweise dann der letzte Pass gefehlt, auch in der ersten Halbzeit vor allem. In zweiter Halbzeit, hat mit Lars noch nicht gesprochen. Ich glaube, die Ingolstädter haben Hand reklamiert. Ich habe es gar nicht gesehen. Im Endeffekt ist es uns eigentlich auch egal. Wir haben das Spiel gewonnen. Deshalb sind wir natürlich hochzufrieden, mit den englischen Wochen viele Siege einzufahren. Und war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um dran zu bleiben. Du hast es eben schon gesagt, der letzte Pass auch bei den Ingolstädtern hat dann oft gefehlt. Und wenn dann einer durchkommt, dann habt ihr ja immer noch Jan Sommer. Genau. Ich glaube, Jan hat ein super Spiel gemacht, hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt, vor allem zum Schluss der Volley-Schuss von Cohen noch auch, war auch nochmal gefährlich. Also wobei ich sagen muss, es sind zwar viele Bälle in 16er geflogen oder die Ingolstädter haben gedrückt am 16er rum, aber wie gesagt, am Endeffekt glaube ich, ist wirklich, wenn man es sich nochmal anschaut, wirklich nicht so viel zustande gekommen. Wir haben es gut verteidigt. Ich habe gerade nochmal zu den zwei Innenverteidigern gesagt, überragend, was sie alles weggeköpft haben heute. Da können wir uns auch bedanken. Also wir haben heute aber generell, glaube ich, den Kampf angenommen und einfach in der Defensive versucht, gut zu stehen. Und wie gesagt, alles, was ging, weggeköpft, rausgekickt. Und so muss man auch mal ein Spiel gewinnen. Und für die Mannschaft läuft es punktemäßig zuletzt besser. Europa League, klar, müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, das war großartig. Aber auch für dich persönlich läuft es ja wieder besser. Wieder Startelf. Ich denke mal, das ist für dich persönlich auch ein sehr schönes Gefühl, oder? Ja, na klar. Also ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen. Du bist für uns wieder so, wie so ein Neuzugang quasi. Also ich glaube, das wird schon wahrgenommen jetzt. Ich fühle mich auch super wohl hier. Es macht richtig Spaß. Klar, wenn man natürlich immer spielen darf, dann ist das eine andere Situation. Aber in der Mannschaft zu spielen ist einfach super. Der Trainer hat auch nochmal mit mir gesprochen, hat gesagt, er gibt mir das Vertrauen. Ich glaube, ich zahle es ihm auch zurück, so gut wie ich es kann und gebe immer mein Bestes und dann wird man auch belohnt. 2:0 in Ingolstadt ist nicht einfach, oder? Nein, das ist ein sehr unangenehmer Gegner, gerade wenn sie auch hier zu Hause spielen. Und, ich denke, wir haben heute kein grandioses Spiel gezeigt, aber wir haben dagegen gehalten, wir haben gekämpft, wir haben auf unsere Chance gewartet und Jan hat heute überragend gehalten und wir haben vorne dann das ein oder andere Tor gemacht. Das ist natürlich schön, auch so eine Spiele zu gewinnen. Das Tor von Lars Stindl, darüber wird gerade aktuell sehr, sehr heiß diskutiert. Hast du was sehen können von der Bank aus? Nein, wenn ich ehrlich bin, waren wir auf der ganz anderen Seite, haben uns warm gemacht. Wir haben nur gesehen, dass der Ball danach ein Eckball drin war und Lars der Torschütze war. Aber wie das genau passiert ist, habe ich nicht gesehen. Du bist eingewechselt worden, hast auch selber noch ein Tor gemacht. Gerade in so einem Spiel, glaube ich, dann auch ein sehr schönes Gefühl. Ja, allgemein für mich. Ich hatte so eine kleine Durststrecke, habe lange nicht getroffen und es ist der Knoten geplatzt und das freut mich natürlich sehr. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass wir heute das Spiel gewinnen konnten. Die Punkte tun uns sehr gut, gerade jetzt auch vor den nächsten Wochen und auch nach dem letzten Spiel. Und deswegen freuen wir uns sehr und feiern gerade ein bisschen in der Kabine. Das mit Recht, du hast es gerade schon angesprochen, für dich nach längerer Zeit dann auch endlich wieder ein Tor. Und zwar auch aus einer schönen Kontersituation, auch grundsätzlich eine Situation, die dir immer sehr entgegenkommt. Ja, genau. Ich liebe die Kontersituation. Das ist meine Art und Weise, auch Fußball zu spielen. Das kommt mir sehr entgegen und deswegen freue ich mich sehr, dass Mo mich gesehen hat und ich den Ball dann versenken konnte. Was die Tabellensituation angeht, noch ein bisschen ruhiger jetzt. Also es war schon wichtig, dass man da jetzt die Punkte auch gemacht hat. Definitiv. Von unten haben einzelne Mannschaften gewonnen. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir den Dreier geholt haben. So wird das alles ein bisschen ruhiger und so können wir dann in die nächsten Wochen gehen. Wir wollen mehr Punkte sammeln, wir wollen weiter Gas geben. Aber so ist es natürlich noch ein bisschen entspannter.